call sign. Die Frage ist, das ein 8 oder ist das schon ein 9er? Bin ich mir gar nicht sicher. Kein was wechselt, das ist in Ordnung. Vielleicht noch ein Angebot für Nollenberg. Wolf müsste jetzt. Ja, Wolf ist weg. Keimermast ist weg. Das ist gut. Das beschwächt halt den Gesamtkader ein bisschen, aber. Ich sag mal, notfalls erlaubt uns das immer noch zu sagen, hey, wir holen wen aus der Jugend hoch. Weil ganz ehrlich, wenn Keimers mit 36 geht und wir jemanden in der Jugend haben mit 41 oder so, dann können wir auch einfach einen aus der Jugend direkt hochziehen. Also, ne? Sanchez zu Arsenal. Jawollo. Ja, moin. So, Haaland, teuerster Spieler in Deutschland. Gefolgt von Jude Bellingham. Weltweit ist es Kylian Mbappé, der seinen Vertrag immer noch nicht verlängert hat. Mal wieder. So. Jawollo. Alle Spieler verlängern. Nollenberg, Berger bleibt, Goller bleibt, Lippert bleibt. Das ist gut. Kann ich damit einfach jetzt mit dem restlichen Geld das restliche Geld wieder in den Kredit werfen und sagen, hey, das hat gereicht. Top-Transfers. Eieiei. Spieler Barate bietet Jungspieler an. Sag mal, was hat es denn jetzt? Riesentalent? Ja, okay. Bauchmuskelzerrung. 11 Tage, das ist uncool. Da können wir kurz gucken. Wenn eine Länderspielpause ist, können wir noch ein Freundschaftsspiel machen, ne? Machen wir gegen Eppingen. Hoffentlich ein bisschen Selbstbewusstsein tanken. Sören Meto. Weiß jetzt nicht, welche von beiden Jugendspielern das ist, aber. Ja. Ne? So. Ja, gut. Andermatt muss dann natürlich draußen bleiben. Logisch. Manuel Fuchs 4, nee. Nee. Ich meine, wäre jetzt krass gewesen, wenn das auch noch ein guter gewesen wäre. Irgendwie drei Jugendspieler von einer Woche oder so. Aber, nee. 4 Sterne, nee. Ich meine, wir haben Minimum 5, wir schmeißen alles andere raus aus der B, also dann brauchen wir da jetzt nicht mit anfangen, ne? Lippert mit einer Sternform, das ist ja super. Moral, Entschuldigung. Das ist mega. Hand in hand. Oh, Andermatt auch. Auch das ist sehr nice. So. Neue Jugendspieler gibt es immer noch nicht. Dementsprechend Reiner gegen Eppingen. So ein Must-Win-Spiel jetzt. Machen wir schneller. Marderer, Vorlage Steininger. Jawoll, Steininger, Vorlage Kirsch. Jawollo. Also so wie der Balken hier abgeht, müssen wir schon 4 haben. Oder 5. Das ist die erste Halbzeit. Nehmen wir so mit. Komm, 2, 3 gehen noch. Okay, anscheinend geht gar keins mehr. 1 vielleicht? Hallo? Nö, keins mehr. So gut angefangen. Na gut. Aber, ich wollte schon sagen, 3 Punkte sind 3 Punkte. Sieg ist Sieg. Nehmen wir so mit. Lippert, neue Erfahrungsstufe. Jawollo. Sechs Tage jeweils, sollten also quasi gerade so zum Spiel wieder fit sein. Jo, Willi, was geht?
Ja, Sanchez zu Arsenal ist halt anders wild, ne? Ist aber wieder zurück. Mal gucken, ob dieser Auswirkungen hat. Wobei er bei Arsenal gar nicht so schlecht. Also Toremäßig war er gar nicht so schlecht, ne? War bei Menu nicht gut? Irgendwo war er doch gar nicht so gut eigentlich. Ich dachte bei Arsenal und dann ist es zu Menu. Ne, Menu hat er nur 3 Buden gemacht. Vielleicht war er auch bei Menu gar nicht so gut. Collado zu Everton. So, und jetzt geht's dann gegen Eintracht Bamberg. Potenziell, wenn Filzing nochmal liegen lässt, wäre das wieder eine Chance, auf die 1 zu gehen. Aber setzt natürlich voraus, dass wir gegen Eintracht Bamberg erstmal gewinnen. Das wäre erstmal das Wichtige. Ja, wie laufen? Also wenn du auch raus an die frische Luft gehst, ne, mit Bewegung und so, dann bist du auch selber schuld. Nee, Quatsch. Es tut mir natürlich leid, aber ja, dann Fuß hochlegen und hier FM gucken, ne? So ein Ding ist das. Rusted from the rain. So, Eintracht Bamberg, seid ihr ready? Okay, Annemar ist fit. Krubasik ist angeschlagen, das ist okay, das macht nichts. Wie gesagt, nur Ersatzstürmer, das ist nicht so wild. Mannschaftsstärke sind wir on top, ganz klares Ding. Immer noch Sternmoral für Lippert, glaube ich, ist das. Hat jetzt 61 Stand jetzt. Aber 35.000 wäre das so viel wert wie das ganze Team. So, noch haben wir keinen von den Jugendspielern. Schade, Marmelade. Wie sieht es in unserer Jugend aus? Mentoren sind fein. An sich ganz gut. Ich weiß gar nicht, wann ich das gestern gemacht hatte. Ich glaube, das ist im Abschluss. Ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hattest. Ich hatte dann tatsächlich mich entschlossen, entgegen meiner moralischen Anforderungen, sage ich mal, einen Kredit aufzunehmen. Ich habe einfach mal 1 Million, wir hätten ja irgendwie 9 oder so machen können. Ich habe einfach mal 1 Million angenommen, einfach weil das Problem halt ganz einfach war, wir waren irgendwie mit 300.000 minus Gehälter. Wir haben keine Möglichkeit, das irgendwie auszugleichen. Und bis auf, glaube ich, 4 Spieler oder so, wäre jeder Vertrag in der ersten ausgelaufen. Und natürlich können wir dann auch keinen Vertrag für die Leute in der Jugend anbieten. Sprich, im schlimmsten Fall stehen wir da nächstes Jahr da, haben nur die Jugendspieler, die halt nicht aufgestiegen sind oder aus der Jugend raus sind und 4 weitere Spieler. Und ja, um zu gewährleisten, dass wir zumindest den Kader halten können, habe ich dann halt den Kredit aufgenommen. Effektiv hätten wir weniger machen können. Ich wusste halt nicht, oh, ich war mir nicht sicher, ob ich das selber aufteilen kann, dass ich quasi alles nur auf Gehälter setzen kann und das ausgleichen oder ob das anteilig irgendwie verteilt wird. Und wenn das der Fall gewesen wäre, wir nehmen Kredit mit 400.000 auf. Der FM verteilt das anteilig. Kann es sein, dass das nicht reicht, um die Gelder auszugleichen. Deshalb hatte ich das jetzt einfach mal mit einem Mio gemacht. Habe jetzt aber nicht geplant, das Geld jetzt irgendwie in Spieler zu stecken oder so. Also Spieler zu kaufen. Oha. Ja, gönn dir, gönn dir, gönn dir. ja, also war einfach nur, um den Kader zu halten. Ansonsten sind wir Zweiter hinter Filzing, immer noch, wieder, wie auch immer. Und haben jetzt gerade ein Riesentalent wieder angeboten bekommen. Wäre der dritte Siebener wahrscheinlich. Und ein Jahrhunderttalent, bei dem ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das 8 oder 9 ist. Werden wir aber hoffentlich bald sehen. Das heißt, wir haben noch ein, zwei Jugendspiele angeboten bekommen. Die dann hoffentlich, sobald die anderen Vereine aufgeben, dann auch noch zu uns in die Jugend kommen. Haben wir da ein bisschen Potenzial für die nächsten Jahre. Jawohl, Felix Weber, Vorlage Nico Andermatt, der langsam zum Tonali wird mit den ganzen Vorlagen. Er ist 7. Oha. Tschüss. Was ist denn das Mindestalter für Talente in Anschluss? Einfach 7. Das ist schon anders wild. 5. Eieiei. Kommen wir Leute, ein zweites bitte. Einfach für ein bisschen Sicherheit, um nicht jetzt gleich einen späten Ausgleich zu kassieren. Das wäre super. Kriegen wir das hin?
Ich meine, ich nehme auch einen 1-0-Sieg, aber ich will halt jetzt keinen 1-1 in der 80. Minute kassieren. Oder in der 73. Ah, Mädels, come on. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, um das wieder zu retten, ja? Los, 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 los. Wir können jetzt nicht schon wieder Punkte liegen. Jedes Mal kämpfen wir uns dran bis auf ein, zwei Punkte und dann lassen wir das nächste Spiel Punkte liegen, oder was? So funktioniert das nicht. Also so wird das nichts mit der Meisterschaft und nicht mal mit dem Aufstieg. Kannst du nicht ausdenken. Eine eigene Liga auch noch. Eieiei. Ich weiß nicht, ob es das damals bei mir gab. Ich meine, gefühlt habe ich nicht viel weiter gespielt, aber also in der eigenen Jugend quasi. Und Filzing verliert gegen Abzwint. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wir wären auf 1 gewesen, hätten wir gegen Eintracht Bamberg gewonnen. Es wäre so einfach gewesen. Ha. Nächstes Spiel ist Seelingen Porten. Also da. Ja, nee. Ich sag's gar nicht mehr. Das nimmt schon wieder Milan-Ausmaße an hier. Mannschaft auf Nico Andermatt. Jawollo. Rise for good. Oha, das ist ja. Also ich kenne ja noch, wen der so lang für eine Saison braucht oder für eine Vorbereitung. Kenne ich noch jemanden? Ich glaube, also dafür wäre ich tatsächlich nicht geduldig genug. Vielleicht so also nach und nach. Ich mache das ja auch bei FM, dass ich mir das so nach und nach ein bisschen mitnehme dann, die Aufgaben. Wie jetzt das mit den Spielerverträgen, auch zweite Mannschaft, auch Mitarbeiter und so, das kam jetzt so nach und nach. Aber. Puh. Weiß ich nicht, Digga. Auch Sponsoren habe ich jetzt schon überlegt. So, ja, guckst du mal wegen Sponsoren, vielleicht. Aber weiß ich es noch nicht. Vielleicht gucken wir das auch mal bei der Spielvereinigung. Es kommt immer drauf. Also, es ist halt so ein bisschen Lernkurve, ne? Das heißt, du musst dich so ein bisschen reinfuchsen, musst das erstmal, okay, wie funktioniert das? Was überhaupt? Was ist sinnvoll? Was ist gut? Und je nachdem, wie schwierig das ist, spielt natürlich ein Teil oder sagt natürlich ein Teil dazu bei. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn man da mal drin ist. Sag mal, kann mir das auch Spaß machen, aber bei mir persönlich sehe ich halt auch die Gefahr, dass ich kein, ich sag mal in Anführungszeichen, keinen Bock habe, mich da reinzufuchsen. Also ist so ein bisschen 50-50 halt bei mir. Persönlich jetzt. Weber, Kirsch, also gleich haben wir alle vergeben, ne? Nehmen wir so. Von Mayon. Aber ja, sind halt alles so Sachen, in die ich mich halt so nach und nach, wenn dann rein probieren würde, wie gesagt, gerade Sponsoren und so. An sich finde ich das auch ganz cool, einfach die Möglichkeit zu haben, aber ich finde es auch gut, einfach die Aufgaben abgeben zu können und zu sagen, weißt du was, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich muss nicht, ne? Also das ist dann schon gefühlt essentiell. Wenn ich alles machen muss, glaube ich, wäre mir das dann schon wieder too much. Also direkt auf jeden Fall. Ist aber natürlich schon auch gut, bei sowas dann im Aufgaben wieder abgeben zu können. Also halt ähnlich wie beim Sega-Manager quasi. Da wird ja auch eher oder mehr auf Details geachtet, auf Kleinigkeiten öfters. Also wahrscheinlich nochmal mehr sogar als bei Anstoß, aber es geht halt eher in die Richtung Football-Manager. Komm, und Seligen Porten schaffen wir, Leute, oder? Steininger oder Marderer vielleicht mal wieder mit zwei, drei Toren. Die haben jetzt in den letzten Spiele nicht so viel getroffen. Das war jetzt oft Andermatt, Kirsch oder so. Also, so ein 2- oder 3-Pack vom einen der Stürmer wäre jetzt gar nicht so verkehrt, ne? Also, wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Seligenporten ist 15. auch, ne? Ne? Ja. Ja, gut, hab ich gesagt, dass wir die schaffen? Ja, gut, das habe ich vielleicht. Ha. Danke, Felix Wöber. Danke, danke, danke. Danke.
Pummern, Leute. Ausgleich haben wir geschafft, schaffen wir die Führung auch noch. Bitte nicht schon wieder Punkte liegen lassen. Wir haben immer noch das Potenzial, auf 1 zu gehen jetzt, ne? Filzinger hat letztes Spiel liegen lassen. Wenn die jetzt ein paar Punkte liegen lassen, wäre das unsere Chance. Aber wenn wir halt nicht das nicht ausnutzen, dann wird das nichts. Komm mal, Leute. Hat schon mal ein Ersatzstürmer ein Tor geschossen bei uns? Gefühlt nicht, ne? Joker-Tore gibt es bei uns auch gar nicht. So, pass auf, jetzt hat Filzinger wieder liegen gelassen. Ne, haben 3-0 gewonnen. Und Gebenbach hat gewonnen. Das heißt, wir sind jetzt auf 3. Mann. Mann. Ein Punkt vor der Bayernhof, die auch wieder gewonnen haben. Nächstes Spiel. Gegen Feucht. Die sind auf 18. Also, Digga, ne? Bei allem was recht ist. Aber, ne? Bayernhof gegen Bamberg. Gebenbach gegen Ansbach, toughes Spiel und Filzing gegen Großbardorf. Auch toughes Spiel eigentlich. Ja, gut Ding will Weile haben, ne? Heißt doch immer, gut Ding will Weile haben. Digga, sag mal, kannst du mir einfach mal diesen Jugendspieler geben? Ich drück da so lange auf Ja, bis ich den hab. Also, hat irgendjemand jemals gesagt, ach, weißt du was? Nee, das ist mir zu viel Geld? Bei so einem Jugendspieler? Hat das schon mal irgendjemand gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, noch nie hat jemand gesagt, ja, ich möchte einen Jugendspieler. Und dann auf dem halben Weg gesagt, ah, nee, nee, 100, 100.000 sind mir zu viel. Jawollo. Einen haben wir. Dennis Lippert fällt aus, das ist Belasto. 6 Tage, also fehlt gegen Feucht. Sören Metu. Jawollo, Neuner. Jawollo, hat nur 38, ist Einzelspieler und eine Diva. Was jetzt nicht so geil ist, aber wie gesagt, und wenn es nur notfalls zum Geld machen ist. Und wenn er notfalls nur zum Geld machen da ist. So, jetzt müssen wir aber gucken. Jetzt geht der nämlich aus der Sonderbetreuung raus, weil jetzt kriegt das die kleine Diva aus. Gott, woher kommt denn der schon wieder? Liechtenstein, das ist Liechtenstein gewesen, ne? Liechtenstein. So, muss aufgestellt werden als IV, ganz klares Ding. Training mit der ersten Sonderbetreuung, privat, Lehrer. Bam. Ja. Ne? So ein Ding ist das. Oh, und wir haben wieder Talent nachbekommen. Das heißt, die auch die B geht jetzt wieder in die Spiele rein. Vielleicht mal durchgucken nach Mentoren oder ob wer Neues dabei ist. Eigenständig Teamplayer, jawollo. Verletzungsresistent. Oha. So, die schicken wir nach Hause. Und die schicken wir nach Hause. Ja gut, aber dass du Leute hast, die meckern und sich direkt am Anfang schon wieder auskotzen, ist halt irgendwo normal. Ich glaube, darauf sind die auch vorbereitet. Also die Developer und so. Ich denke, als Developer oder Marketing, je nachdem, wer das halt alles mitbekommt, abbekommt, wie auch immer. Da bist du da mental bereit für sowas, ne? Ich meine, klar ist das nicht schön, aber ja. Irgendwo ist das halt alles abzusehen immer, ne? Das ist halt einfach mal das Internet. Spiele bitte die Jugendspieler an. Digga, sag mal, was ist denn jetzt los? Sag mal. Hä? Wir haben jetzt gerade einen bekommen. Der andere ist noch im Laufen. Jetzt haben wir schon wieder den nächsten angeboten bekommen. Ich meine. Alles fine and well, ne? Aber. Hä? Ich meine, wir werden sowieso Auflagen bekommen nächste Saison.
Mit dem Budget und so, ne? Bin mir fast sicher. Ja gut, wenn ich meine Early Access, ja, dass das noch kein vollständiges Spiel ist und so, wie gesagt, aber ja. Letztendlich kann man es nie allen recht machen. Es gibt genug Leute, die sich einfach nur beschweren, um sich zu beschweren, aber muss man da als Developer drüber stehen und hoffen, dass sich das halt nicht so sehr auf die Community allgemein auswirkt. Wenn das natürlich andere Leute aus der Community dann irgendwie abbekommen oder so, kann das natürlich nervig sein, aber im Großen und Ganzen, ja, gibt es da bestimmt auch genug, die anderer Meinung sind und da dann unterstützend sind in Sachen, ja, das Spiel eher in, ja, nicht schönreden, aber halt sich auf die positive Sachen, die positiven Aspekte zu konzentrieren, ne? Steiniger. Guck mal, Leute. Noch ein Tor vor der Halbzeit. Einfach das Ding safe machen. Spielen hier gegen den Aufsteiger. 18. Platz. Abgeschlagen. Also, ich weiß nicht, wie abgeschlagen sie sind, aber sie sind 18. Die Aufmerksamkeitsspanne und die Geduld ist halt heutzutage nicht mehr sonderlich hoch, was Gaming angeht. Es hat sich halt leider was heißt leider? Es hat sich halt einfach entwickelt und es ist halt, ja, in Sachen Aufmerksamkeitsspanne und so, ist halt ein bisschen kürzer geworden alles. Aber es gibt ja trotzdem noch genug Ausnahmen. Das ist halt nur das Einzige, dass sich halt die Developer, die dann, ich sag mal so Ausnahmenischen, wie auch immer, bedienen, dann halt durchziehen. Wird dann natürlich kein AAA-Titel, der Milliarden einnimmt, wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie auf eine Nische geht oder auf, ich sag mal, Geschmäcker oder das, was eine Minderheit möchte, um die zu bedienen, aber heißt nicht, dass sie nicht dankbar sind und das nicht trotzdem genauso unterstützen, ne? Oh, Hrubasek von der Bank mit zwei Buden? Was? So viel zu Joker, ne? Ja, natürlich. Ich verstehe die Frage nicht. Hatten sie ja im Forum, glaube ich, schon angekündigt, dass sie da schon Sachen arbeiten. Also Steining mit drei, Hrubasek mit zwei. So muss das. Wir sind wieder auf zwei geklettert. Gebenbach sogar zwei runter. Beinhof hat gewonnen. Gebenbach hat verloren gegen Ansbach. Filzing hat 1-0 gegen Großbadorf gewonnen. Und drei Punkte haben wir immer noch. Ich meine, wir spielen noch gegen Filzing. Das kann halt wirklich sehr wahrscheinlich der Decider werden. Sehr wahrscheinlich sogar. Filzing erfolgreich ist nicht mehr im Winter. Das überrascht mich nicht. Gebenbach. Uff. Uff. Das wird tough. Das wird tough. If not for me, then you'd be dead. Entschuldigung. Back on solid ground. Gebenbach wird es ein toughes Spiel. Hoffen wir aufs Beste. Finger drücken, ja. Alle 10 Finger drücken, bitte. Oder 8. Und dann vielleicht die Daumen auch noch dazu. Wow. Können wir jetzt einen von den Jugendspielern vielleicht wieder? So langsam, ne? Wir haben mal Zeit. Nee. Jugendspieler? Digga, was ist denn mit Groschny los? Und jetzt Leipzig auch noch. Eieiei. Steininger fällt für 2 Wochen aus. Das ist Belasto. Äußerst Belastung. I'll keep you by my side with my superhuman, my kryptonite. Gute Season bisher von
geben auch, aber stärkere Mannschaft sind in der Theorie wir. Aber ich würde schon sagen, wir werden erstmal geschwächt, aber grundsätzlich wird das stärken wir gerade das Team. Wir haben eine bessere Mannschaftsstärke als vorher. So. Jugendspieler erreichen. Trainingsstil. Wir werden auch neue haben, ne? Kunstmann kann gehen. Helmut Klein geht. Dann mal die Mentoren aktualisieren. Oha, da haben wir noch eine. Einfach nur noch ein verfügbarer Mentor. So, hier können auch wieder zwei nach Hause. Ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Ist das unten dann neue 7er? Neue 6er? Nee, 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 nee. Können wir nochmal kurz durchgucken, einfach weil einer frei geworden ist, ein Mentor. Weber oder so, ne? Michaelis. Ob wir den hier vergeben könnten? Nö, okay. Okay. So. Dann wollen wir mit den Leuten reden. I'm on the video. Hat mir nicht irgendwo auslaufende Verträge? Hatte ich nicht auslaufende Verträge mit in mein Overlay reingenommen? Doch, da links. Rechts, das ist, ich sehe es. Moos ist jetzt der Einzige, der noch ausläuft. Aber der ist halt eigentlich auch nicht gut genug. Also wenn, dann hätten wir noch eine geringe Ablöse für ihn kassieren können, aber ich glaube, der wird der, ja, den Vertrag werden wir halt einfach auslaufen lassen dann. Ist halt dann einfach so, wie es ist. So, Gembach, wichtiges Spiel. Leider auswärts, aber machbar. Come on, Leute. Nollenberger, das ist ein Spiel, um dich mal zu beweisen. Come on. Kirsch könnte eine Gelbsperre bekommen. Nollenberger mit dem Tor. Knežević mit der Vorlage. Let's go. Können wir ein zweites nachlegen? Illich mit der gelben Karte. Und dann der Vorlage auf Nico Becker. Ausgleich. Schade, schade. Komm mal, Leute. Jawollo, Madara. Vorlage Nollenberger. Nochmal die Führung vor der Halbzeit. Das ist wichtig. Richtig und wichtig. Jetzt noch ein drittes. Plus zwei Tore wäre immer cool. Sonst laufen wir halt Gefahr, wieder den Ausgleich zu kassieren. They take me away from. Come on, Leute. Macht ein drittes. Nollenberger. Doppelpack, wie wär's? Hast du Bock? In der 80. Minute. Er hat Bock. Hrubasik mit der Vorlage. Hrubasik wird langsam zum Joker von der Bank. Nollenberger mit dem Doppelpack. Yes. Wichtige Punkte. Wichtige Punkte. 2 und 1 für Nollenberg. Maschine. So. Filzing hat gegen Ansbach gewonnen, aber wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung. Auf Bayernhof. Die auch liegen lassen haben. Das Bayernhof hat liegen lassen, Gembach logischerweise liegen lassen, damit ist Erlangen gleichgezogen und vorbei. Also punktemäßig gleichgezogen wegen der Tordifferenz vorbei. Wir haben eine bessere Tordifferenz als Filzing. Ansbach noch plus 34, aber sind auf 7. abgerutscht. Könnt ihr euch noch erinnern, wie die am Anfang reingeschallert haben? Und jetzt sind die auf 7. abgerutscht. Das ist halt ultimativ Belastung. Und jetzt geht's gegen Filzing. Oha. Ich meine, umso wichtiger war es, dass sie gegen Gembach. Weil gegen Gembach verlieren und dann in das Spiel gegen Filzing rein wäre halt, das hätte einfach der Killer sein können. Jetzt ist wichtig. Und dann, wenn wir Punkte holen würden, wäre danach halt alles mega wichtig. Weil dann ging es halt darum, irgendwie zu versuchen, auszubauen. Dybala verlängert, Lautaro Martinez verlängert. Mbappé wäre mal interessant.
quite the way I want it to be. Filzing wird jetzt tough. Big enough for Templars me. Jawohl, eine Siegprämie von 570 Euro. Da sehe ich mich, Digga. Wie ist das? Der Kredit ist gleich weg, einfach nur wegen diesen Jugendspielern. Scouting ist abgeschlossen. Für Filzing wahrscheinlich. Können wir jetzt mal Jugendspiele noch? Ein bisschen Moralboost für mich. 5,98. Das ist halt ein toughes Spiel, ne? Filzing mit 5,98er Mannschaft, fast 600. Wir haben 5,83, ich meine. Kein Jugendspieler für uns. Schade. An der Stelle. So. Publikums Lieblingsdiva, ja, ist okay. Style-Ikone ist okay. Hey, hey, I wanna be a rockstar. Gut, das war schnell gemacht. Haha, so, jetzt gehe ich tatsächlich mal wieder auf die Leute, die auch spielen. Ich weiß gar nicht, ob der spielt. Andermann spielt. Kirsch müsste spielen. Steininger spielt. Vielleicht Knesewitsch, weiß jetzt nicht, wer im ZM von denen spielt. Eder spielt, glaube ich, in der Innenverteidigung, ne? Ich glaube, Eder mit weiß ich nicht. Kolbe spielt eigentlich. Lippert spielt. Aber Nollenberger als Joker. Sind wirklich die meisten, die dann wirklich spielen? Und dann wieder nicht loben. With that evil smile. On speed dial, hey, hey, I wanna be a rockstar. So. Dann geht's auf gegen Filzing. Stand jetzt, wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Liga. 585 gegen 598. Also Mannschaftsstärke in favor, Filzing und Weber schießt in der ersten Minute das Eigentor. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was für ein Start. Rennen wir einem Rückstand hinterher wegen einem Eigentor in der ersten Minute. Ben Kouame mit dem 2-0. Jawohl, Anschlusstreffer Nollenberger. Let's go, Vorlage Dahnhof. Das ist ein Ausgleich vor der Halbzeit, wäre mega, aber glaube ich jetzt mal nicht. Aber wir wollen mal nicht zu anspruchsvoll werden hier. Aber immerhin sind wir wieder dran. Kein Tor in der ersten Minute. Kein Gegentor diesmal. Das ist gut. Ich meine, ich würde einen Unentschieden mitnehmen. Eine Niederlage ist halt krass. Alles gut, Wille. Alles gut. Kein Stress, kein Stress. Come on, Leute. Zumindest ein Unentschieden wäre halt so wichtig. Mader dann mit dem Ausgleich, Dahnhof mit der doppelten Vorlage. Also wenn wir jetzt noch ein Tor schießen, wäre mega. Aber dann lieber keins kassieren, bevor wir jetzt irgendwie einen Konter laufen oder so, ne? Okay, dann nehmen wir das Unentschieden mit. Unlucky mit dem Eigentor. Ultra unlucky mit dem Eigentor in der ersten Minute. Aber, wie gesagt, dann lieber das Unentschieden. Bayernhof hat gewonnen, sind jetzt auf 2 Punkte dran, es sind halt immer noch 3 Punkte jetzt auf Filzing. Hätten natürlich nach vorne gehen können, auf die 1, hätten wir gewonnen, aber wie gesagt, waren 2-0 hinten,
Nehmen wir das 2-2 mit und hoffen, dass Wildchen liegen lässt und dass wir halt nicht liegen lassen, vor allem. Cottbus? Bestimmt auf dem Abstiegsplatz. Ich schaue sofort. Alles gut. Abzwind, auch ein toughes Los. Jetzt, ich glaube, jetzt geht es wieder los mit den toughen Gegnern. Charm fehlt noch. Abzwind. Bayernhof müsste noch fehlen. Das ist, glaube ich, das letzte Spiel. Steht uns noch einiges bevor, ne? Wir haben halt wieder viel gegen kleinere, nicht viel, aber zu viel gegen kleinere liegen lassen. Mehr als ich hätte liegen lassen wollen. Digga, sag mal, könnt ihr mir einfach diese Scheißspieler lassen? Danke. Hey, wir gucken wieder in Liga. Wo steht die Energie? Nee, wo waren wir denn? Regionalliga Nordost? Ja, auf der 4, 10, 11 Punkte hinter dem Relegationsplatz 1. Sind 38 Spiele, das heißt 9 noch. Müssten noch 9 sein, ja. 11 Punkte in 9 Spielen. Müssen Punkte im Durchschnitt aufholen. Ist tough, ist tough. Nicht unmöglich, aber schwierig. Ich würde sagen, nicht unmöglich, aber schwierig für Cottbus. Tja, siehst du doch, dass jener Erster ist. Carl Zeiss Jena. Senkrecht stark, da haben wir natürlich nicht. Warum auch, ne? Their intention. Oh, auch eine super Saison halt bisher von Abzbach. Abzwind. Wieder nix. Ha, das wird noch eine anstrengende Restsaison. So, der Monat geht wieder nach Hause. To the party, having a real good time. Unfaire Gehälter 7. Das Ding ist halt, ich kann halt nichts an den Gehältern machen, ne? Die unfairen Gehälter müssen wir halt einfach so akzeptieren, wie sie sind. Kann einfach nichts dran machen. Also, nee, never mind, könnte ich jetzt theoretisch schon, aber das sollte ich eigentlich nicht können, ne? Also würde ich das vielleicht jetzt trotzdem mal so lassen. Einfach nur, um das ein bisschen, ja, um den Kredit da nicht zu sehr zu strapazieren, zu nutzen, wie auch immer. Be-li-de-ling. So, Abzwind. Abzwind, Abzfahrt. Jalla. Komm mal, Leute. Hinspiel 2-2. Sie haben eine bessere Form. Haben beide eine gute Saison gespielt bisher. Aber wir haben die bessere Mannschaft. Auf dem Papier. Reicht das? Das ist jetzt die Frage. Gelb für Abzwind. Abgezwickt. Get it? Nürnberger ist wieder gelb. Halbzeit. Bis jetzt kein sonderlich gutes Spiel von unseren meisten, von den meisten Leuten von uns. 4-0 ist der Durchschnitt vorne drin. Stefan Maderer. Let's go. Zweites Nachlegen vielleicht? Vor mein Konto laufen oder sowas? Bamalam. Siebenundsiebzigste Minute haben wir. Vielleicht noch mal Hrubasek von der Bank. War ein guter Joker letzten Spiele. Okay,
1-0-Sieg. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Punkte haben wir. Filzing gewinnt. Bayernhof lässt liegen. Erlangen jetzt auf 3. Mit einem 4-0-Sieg gegen Feucht. Aber 3 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir haben ein bisschen Platz nach hinten, ein bisschen Luft nach hinten. Ansbach auf 8 jetzt. Eieiei, Ansbach. Eieiei. Wir könnten Torschützenkönig theoretisch noch stellen. Gaschi und Kreuz schießen jetzt nicht sonderlich viele Tore zurzeit. Andermatt ist jetzt oben an Sachen Vorlagen. Aber das muss halt noch ein paar Tore fallen. Dazu müssen wir mal ein paar mehr schießen. ASV Cham ist auf 10 gerutscht. Oha, die waren zwischenzeitlich auch Dritter oder Vierter. Zwei Tage für Steininger noch. Dann ist der auch wieder da. Müsste aber wahrscheinlich angeschlagen sein, vermute ich. Bochum, in welcher Liga? Und nach wie vielen Spieltagen? Oh, wir haben Jugendspieler. Let's go. In der Bundesliga, ja klar. Ja klar. War hier Starkregen oder was? So. Olsen. Olissen. Jens Olissen. Siebener. ZM. Hat 43. Ganz ehrlich? Gefühlt muss ich dem direkt einen Vertrag geben. Der könnte nächste Saison reingehen. Der 43er ZM. Gut, jetzt gerade. Es stehen Annemarie und Kirsch gut da. Aber wenn der sich ein bisschen entwickelt, könnte der nächste Saison schon in der ersten stehen, ne? Ist in der B. Was? Aber der geht auch nächste Saison. Safe. Also hoffe ich. So, Kalender. Wir haben Länderspielpause. Quasi. Warum spielen wir gegen die A? Nee, gegen Weihe. Dann geht's gegen Cham. Haben wir hier noch eins? Machen wir hier gleich ein Freundschaftsspiel? Gegen Maasweiler mal wieder. Und dann ist auch schon Richtung Ende, ne? 15. Spieltag. Ach du Kacke. Was denn da passiert? In welcher Saison bist du denn? Das Bochum. Ne, Bochum ist doch. Ne, Bochum ist erste Liga, ne? Bochum ist erste Liga. So. Freundschaftsspiel. Also nicht überbewerten. Alles easy. Einfach ein bisschen. Einfach ein bisschen Moral sammeln. Das ist der Plan zumindest. Hier haben wir quasi schon gemacht gerade. So, Noah's gut trainiert. Noah's gut trainiert. Noah's gut trainiert. Noah's gut trainiert. Du hast gut trainiert. Du hast gut trainiert. Du hast gut trainiert. Ah, ah. Du hast gut trainiert. Hast du überhaupt gelernt? Du hast gut trainiert. Abfahrt. Abfahrt, Jalla. 3,99. Da muss ein Sieg her. Elfmeter verschossen erstmal. Jawollo. So will ich das sehen. Kappa. Dan Hof. Vorlage Madara. Jawollo. Ein Ausgleich. Jawollo. Super. 1-1 zur Halbzeit. So muss das. 2-1 Steininger. Vorlage Andermatt. 3-1 Andermatt. 4-1 Nollenberger. Vorlage Wolf. Moment, Wolf. Habe ich den nicht verkauft? Habe ich den nicht verkauft?
Oder sind da die Ablöseverhandlungen noch gescheitert? Was? So, jetzt aber gehen schon. Also gleich. Den Bälle verlängert. Ohne ist eine aktive Vertragsnachbarschaft, das ist super. Marder hat eine Grippe, das ist schlecht. Weil das heißt, dass gleich jeder eine Grippe hat. Okay. Zwei Stimmen, das ist super. Das ist super. Zwei Stimmen mit einer Grippe. Ja, Chrubasik, jetzt muss man von auf anderen. Jetzt zeigen wir, was du kannst. Müssen gleich mal gucken, was die B macht. Tabellentechnisch. Und dann gucken wir gleich mal, was die anderen Ligen so machen. Also, was Cottbus macht, wissen wir ja, aber ich meine auch die anderen. Yajima kommt weg. Und sonst ein neuer? Nee, ne? Nicht, weil er Japaner ist, sondern einfach, weil er verletzungsanfällig ist. Mein Georg Käser, jawollo. Guti, so, die B steht immer noch auf dem 12. Yokuni, was geht? 4 Punkte Vorsprung. Ich glaube, das Tabellenführer der Bundesliga, wenn ich das richtig gesehen habe. Ab bei uns. Gucken wir gleich, gucken wir gleich. 4 Punkte Vorsprung auf Tügütschü München. Wir haben noch 7 Spiele. Müssen die Führung halten. Hauptsache nicht absteigen. Nicht absteigen ist das Ziel erstmal für die B. Ganz klar. So, gucken wir mal durch. Ja gut, nee, wir gucken nicht alle durch. Wir haben jetzt noch mehr als letztes Mal. Ja, Bayern ist erster, gerade auf 4. Mit 17 Punkten Vorsprung, 6 Spiele noch. Ja, Bayern könnte nächsten Spieltag, am 29. Spieltag, schon mal Meister werden. Okay. Abstiegsplätze Bielefeld, Augsburg. Bielefeld? Fürth? Warte. Aha, letzte Saison, ne? Letzte Saison. Ja. Moment. Bielefeld, Fürth auf dem Abstiegsplatz. Bochum, Rehle. Dann spielen sie eventuell gegen Hannover, Hamburg und Düsseldorf auf 1 und 2. Schalke auf 12. Uff. Ingolstadt und Aue könnten runtergehen. Kiel auf dem Rehleplatz gegen 60 aktuell. Osnabrück und Duisburg könnten hochgehen. Und dann gehen Viktoria, Berlin, Wiesbaden, Freiburg 2 und HWSE runter. England, Liverpool erster. 5 Punkte Vorsprung. Auch die haben ein bisschen Vorsprung. Everton auf 3. Wolves auf 5. Dahinter United, Tottenham, Arsenal. Uff. Uff, uff, uff. Okay. Wild auf jeden Fall. Watford, Palace und Norwich aktuell gehen runter. Hochgehen West Brom und Fulham, die Absteiger. Sheffield auf 3, das heißt die 3 Absteiger auf den Top 3. 99 Punkte für West Brom already. Damn. Middlesbrough, Bournemouth und Huddersfield mit in den Playoff-Spots. Blackpool, Barnsley, Derby runter. Dafür könnten Ipswich und Milton Keynes hochgehen. Sunderland, Sheffield, Wigan und Crewe Alexandra auf den Playoff-Plätzen. Und dann haben wir Cambridge, Fleetwood, Shrewsbury, Bristol, Rochdale, Swindon, Salford, Leighton, Walsall, Harrogate Town. In Frankreich, PSG noch auf 1. Wie gesagt, noch ist er Mbappé da, wird aber immer noch nicht verlängert haben, oder?
Nee, hat immer noch nicht verlängert. Das heißt, der Vertrag würde wahrscheinlich wieder auslaufen. Und dann hört er wieder auf mit Fußball. In Italien ist Inter Erster. Das ist auch relativ unerwartet, unüberraschend. Tatsächlich war ja bei uns bei Milan ähnlich, dass Inter somit das Nonplusultra war. In Holland ist es Ajax, das überrascht auch keinen. Und in Spanien ist es Atletico Real Sociedad auf 2. Atletico ist weniger überraschend, sind gerne oben mit dabei. Atletico Barça Real haben sich in der Milan-Karriere ein bisschen abgewechselt. Sociedad auf 2, 15 Punkte Vorsprung für Atletico. Das heißt, die sind gefühlt auch schon durch. Osasuna auch auf 6. Auch krass. Elche Mallorca und Deportivo könnten runtergehen. Dafür würden Gijón, Almeria, hochgehen, Leganés, Eibar, Oviedo. Playoff-Spot. Very nice. Und aus Prinzip Österreich Red Bull Salzburg auf 1. Aber trotzdem, also gefühlt mehr Überraschungen als in den meisten, als in den, im Deutsch, als im Milan-Safe, in den Ligen war. Habe ich jetzt mittendrin aufgehört, Spielgespräche zu machen oder warum hatten wir keine 10? Was war da denn los? Habe ich mir jetzt mitten in den Spielgesprächen gedacht, ach, weißt du was? Nee, ich war doch bei der Jugend, als ich darüber bin, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, we can move a little faster. So, die Jugend haben wir aber gemacht, ne? Ja, wegen dem. Weiß ich nicht warum. Aber wir haben die Jugend gemacht. Ach ja, Hrubasik muss ran, weil verletzt, ne? Neuenberger und Maderer. Ne, Steininger. Maderer ist verletzt. Steininger ist da. Steininger mit dem 1-0. Ja, Wollo. Ein bisschen langsamer wieder. Kommen wir zum Freundschaftsspiel. Steininger 1-0. In der 5 Minute ist gut. Nachlegen müssen wir jetzt. Nachlegen. Komm, Hrubasik. Neuenberger hat es gut gemacht in dem Spiel, in dem er plötzlich starten musste. Macht es Hrubasik auch gut? Das ist die Frage. Kirsch ist jetzt endlich mal gelb gesperrt. Hat es geschafft. War ja schon lang kurz davor. Jetzt hat er endlich die gelbe kassiert. Wird nächstes Spiel ausfallen. Aber das nehmen wir mit. Zweite Halbzeit. Vielleicht wieder 50. diesmal. Wieder 5 Minuten in der Halbzeit. Nee. Guck mal, Leute. Nicht den Ausgleich kassieren. Reißt das Ding durch. Hrubasik geht runter. Makarenko kommt als Stürmer rein, der Kapitän. Steininger verletzt, das ist bitter. Wolf jetzt im Sturm. Ach du Scheiße. Leute, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Wolf und Makarenko im Sturm, das kannst du dir nicht ausdenken. Rechtsverteidiger und LM. Reiß das irgendwie durch, bitte. Bitte. Yes. Come on, wichtig. Wichtig und richtig. Eieiei. Steininger, 9 Tage. Fällt ein Spiel aus, aber bitter. Filzing lässt liegen gegen Bayern Hofe, ist dann auf 1. Erlangen lässt nicht liegen. 1-0 gegen Gebach. Dementsprechend immer noch 3 Punkte. Aber jetzt gilt's, Punkte zu holen. Jetzt einfach punkten, punkten, punkten und Bayern ist Meister. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Großbardorf. Haben wir, glaube ich, in der Hinrunde schon liegen lassen. Ich glaube, ab Großbadorf ging es abwärts tatsächlich. Ein bisschen. Das heißt gefährlich. Gefährlich. Auch der letzte Jugendspieler kommt. Grieche. Antonis Kasotakis. 8 Sterne. Von Beruf Sedem. Kleine Diva. Jawollo. Aber nehmen wir mit. Im zentralen Mittelfeld sind wir dann gar nicht schlecht aufgestellt, ne? Mit, ist die Frage, holen wir den hoch direkt danach? Also, er ist erst 16, ne? Weiß ich nicht. Man, mit dem würde ich tatsächlich noch warten, ne? Ich meine, es besteht die Gefahr, dass uns geklaut wird, ne? Ganz klares Ding. Aber wir holen dann schon ZM hoch, ne? Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, die zu verleihen ordentlich. Finde mal einen Verein, in dem die da noch spielen. Mit 42 oder so. Ist halt auch nicht easy. Wir warten mal ab, ob die A nächste.
Ich warte mal nächste Saison ab, hoffentlich. Und dann gucken wir mal, ob die A in der Liga ist. Wenn nicht, holen wir ihn hoch. So ein Ding wird das. Jawohl. Ja, da kommen noch mehr Leute infiziert. Madara ist wieder fit, das ist ja schon mal etwas. So, Restprogramm. Wir haben noch Großbadorf. Ansbach, Sand. Ansbach aktuell auf 8 abgerutscht. Sand auf 10. Watanspor auf 7 und Bayernhof auf 3, auf 4. Das ist halt ein toughes Programm, ne? Das Schlechteste ist auf 10. Das ist ein übles Programm. Filzing hat Erlangen auf 3, Ammertal auf 13, Karlburg auf 17, Neumarkt auf 15 und Bosco Bamberg auf 14. Also wenn ich jetzt wetten müsste, ne? Würde ich nicht unbedingt auf uns wetten, bin ich ehrlich. Vor allem nicht, wenn die Verletzungsliste so aussieht. 8 Tage, 9 Tage, 7 Tage. Alter Schwede. Ist das Belastung? Immer Nollenberger und Madara jetzt bestimmt noch Hurtubruchsig auf der Bank. Also wir haben Stürmer. Aber ich glaube, wir haben keine super krass Out of Position spielen muss. Got a girlfriend and he hates that dick. Wir haben wieder Punkte geholt, das ist sehr, sehr schön gegen Karls heißt Jena. Haben wir mit 4 Punkte Vorsprung auf Tügeschü, die auch gepunktet haben gegen Osnabrück. Das ist schade. Aber gut. Die B nicht absteigen und wir Meister. Das wäre bombastisch. Sail away, yeah, no way, ey. Können wir zum nächsten Spiel dann nochmal gucken nach Cottbus. Ob die sich eher Richtung oben oder eher Richtung unten bewegen. 11 Punkte Unterschied war vorher, ne? Nach 29 Spiele, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche, 29 Spiele. 11 Punkte war sehr, ja, 9 Spiele übrig. Und 11 Punkte aufzuholen. Aber erstmal. Großbardorf. Form ist nicht gut. Hinspiel war 1-1. Besseres Team, bessere Form, besserer Tabellenplatz. Leute, mach uns nicht unglücklich. Apollo 13. Sei ein braves Pferd. Zwei gelbe Karten, mehr ist nicht passiert bisher. Halbzeit. 0-0 zur Halbzeit gegen Großbardorf. Zweite Halbzeit. Gelb für Stockinger. Come on, Leute. Come on. Marderer, Nollenberger, bitte. Bitte, bitte, bitte. Wir sind gerade Erste geworden. Können wir bitte zumindest ein Spiel lang den Platz halten? Oder halt ein Spieltag. Makarenko verletzt. Come on. Null gegen Großbardorf. Und damit sind wir immer noch Erster. Filzing hat wieder verloren. Ein Punkt vor Filzing und ein Punkt vor Langen. Filzinger liegen lassen gegen Erlangen. Sprich, wir wären jetzt 3 Punkte vorne. Wir hätten uns eine Niederlage leisten können, hätten wir hier gewonnen. Hätten wir ein Spiel Puffer gehabt. Hätte, wäre, wenn und aber. Ne? Uff, 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 uff. Ist das tough? It's very, very tough out here.